There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseen, but the mission is clear. Deliver us. The moon. Ja, hallo, da bin ich mal wieder zurück mit einem Let's Play nach Monaten und fast schon Jahren der Pause. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann ich mein letztes Video geladen habe. Einmal kurz hier auf Vollbild. Ich hatte mir extra dieses ganze Zeug hier gekauft und dann monatelang nichts gemacht. Warum das so ist, werde ich eventuell irgendwann mal erklären. Ich hoffe nur, dass die Einstellungen jetzt so passen und mich einigermaßen gut hört. Ich habe ja jetzt dieses fancy neue Mikrofon. Ich hoffe mal, dass das nicht zu raumsensitiv ist, denn wir haben nebenan ja immer noch unsere Wellensittiche und die können durchaus mal ein bisschen zwitschern. Ich hoffe, das hört man nicht zu deutlich. Gerade wenn das Spiel, der Spielsound noch dabei ist. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch echt lange keine Aufnahmen mehr gemacht, deswegen ist das jetzt fast schon wieder wie das erste Mal. Aber ja, es haben sich einige Sachen verändert. Wie man sieht, die Kameraposition ist jetzt nicht mehr oberhalb des Bildschirms, sondern mehr auf mir. Und wir sind hier mit einem Let's Play zu Deliver Us the Moon. Und ich hoffe, das funktioniert alles so. Muss mich mal eben das zurechtstellen und meinen Timer starten, damit ich nicht zu lange die Aufnahme laufen lasse. Und ich hoffe, die funktioniert hinterher so. Ich schaue noch mal kurz in die Settings. Da wollte ich hin. Genau, so. Funktioniert noch wunderbar. Dann kann ich nämlich leichter hin und her switchen zwischen der Aufnahmesoftware und dem Spiel. So. Deliver Us the Moon, Fortuna. Habe ich mit einiger Begeisterung auf der Gamescom entdeckt und dann auch sofort am Release-Tag gekauft. Oder einen Tag später, ich bin mir nicht sicher. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht der Erste, der dazu ein Let's Play macht. Aber egal, es ging mir ja auch nie um irgendwie besonders aktuelle Sachen oder so, sondern mehr so um mein persönliches Vergnügen und euch daran teilhaben zu lassen. Und, Verzeihung. Wir widmen uns einfach mal dem Spiel. Und schauen, dass das alles hier mit der Aufnahme so läuft. Mal das Mikro noch ein Stück näher, auch wenn das dann so einen uncoolen Schatten auf mein Gesicht wirft. Na, komme ich nicht zurück ins Spiel, weil das gerade lädt. Gut zu wissen. Ja, es hat sich dies oder das geändert mit dem Equipment, aber
Einen zweiten Monitor habe ich immer noch nicht. Das würde das Ganze sehr vereinfachen. So, jetzt sehe ich auch wieder das Spiel. Friends and family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 NTT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees despite reports of resource shortages. The dust storm is expected to hit residential zones between the northern 49th and 50th latitude lines by late afternoon and pass over the World Space Agency's former NTT ground station in the Attirau Desert. Authorities have imposed a mandatory evacuation of the impacted areas. For countries north of the equatorial desert, temperatures are expected to be a mild 46 degrees Celsius. This was Nicole Sings for World News 1, September 16, 2015. We're ready to start the mission. Do you copy? Ah, da ist auch Claire. Kurz zur Erklärung. Mal kurz schauen, alles läuft gut, okay. Es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Art Story-Adventure, was mehr so Atmosphäre und Erzählung bietet. Deswegen dachte ich mir, das bietet sich eventuell gar nicht mal schlecht an als Let's Play. Auch wenn es wahrscheinlich sehr story-intensiv ist und ich nicht so viel erzählen kann währenddessen. Aber ich fand das Thema einfach so spannend bei der Gamescom-Demo. Das ist auch hier der Teil aus der Gamescom-Demo. Wir fangen einfach mal an und schlüpfen in unseren Anzug. Ich muss ja sagen, ich bin ein riesen Fan der Unreal Engine 4. Ground Control to Fortuna 1, this is Claire. Please confirm radio contact. So, das war's auch schon mit der Ego-Perspektive. Und hier haben wir also das... Radio contact confirmed. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. We have to launch before the dust storm hits. Ja. So, wir kümmern uns dann also gleich darum. Ich habe das gerade schon gesagt, ich liebe die Unreal Engine 4. Also es gibt jede Menge Zeug hier wohl zu entdecken, aufzusammeln etc. Das kann man zumindest in Achievements herauslesen, die ich vorher schon mal reingeguckt habe. Ja, hier kann man es nochmal... Ups, hier kann man es nochmal genauer lesen, falls einem das nicht auffällig genug ist. Es ist auf Englisch gestellt, ja. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt lokalisiert wurde. Aber ich finde es soweit eigentlich sehr, sehr gut, im Englischen das zu lassen. Ihr kennt das ja schon von dem Lied. Die Leute, die meinen Kanal schon kennen, auch wenn er so lange still lag. Ja, süß. Okay, wir schauen uns ein bisschen um. Taschenlampe haben wir auch. Dann gehen wir doch mal nach draußen. There she is, the Taurus 5. It took us 4 years to get her ready for launch. But you need to hurry. The dust storm will hit this area in a few hours. If we don't succeed now, the Fortuna mission will be over for good. Oh, Moment. Und hier vielleicht noch was zum Inspizieren. Ich bin ja so ein Sammlertyp. Da spricht mich das durchaus an. Gucken wir, was wir hier noch zu sehen. Da ist auch schon das letzte Achievement aufgepoppt. Ja, wie gesagt, das Intro, den bis zum Raketenstart, den Teil, den kenne ich schon aus der Gamescom-Demo. Vielleicht hat ja der ein oder andere Zuschauer die auch gespielt in der Indie-Arena. Ich fand die, wie gesagt, sehr interessant und auch vom Thema eben gesagt her, weil das ja durchaus zeitgemäß ist, sag ich mal, mit Klimawandel und so. Ich möchte gar nicht so viel darüber nachdenken, während ich das spiele, weil das Thema ist schon schwer genug und wir haben in den letzten Jahren oft genug gesehen, was das so bedeutet. Ah, das ist Claires Claires Trailer. Ja, das wäre natürlich auch eine tolle Erfindung, wenn es das in echt gäbe. Und zwar besser, bevor es so dramatisch um die Erde steht. Ja.
Leute sind verschwunden. Ich weiß, ich lese relativ schnell. Ich hoffe, dass es nicht für Leute, die jetzt da interessiert sind, in der Story zu flott, was ich hier mache. Da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen, dass ich jetzt nicht mehr nur für mich spiele. Ich habe halt jetzt gut ein Jahr. Alleine für mich gespielt. Da verlernt man so ein paar Let's Play-Tugenden, würde ich sagen. Sputnik! Ich lasse das jetzt mal ein bisschen länger drauf für Leute, die etwas langsamer lesen. Das kann ich nicht abhängen. So war es natürlich nicht gemeint. Verzeihung. Und wir haben ja Zeit. Noch. Ich weiß schon, am Ende der Demo gibt es, also am Ende des ersten Abschnitts hier, gibt es einmal was mit Zeitlimit. Aber soweit sind wir ja nicht. Wir schauen uns einfach mal großzügig um. Da. Ja, ist natürlich ein sehr schönes Movement-Tutorial. Was einfach auch sehr schön ist, was man so wahrscheinlich die meiste Zeit überwachen wird. Ja, wie gesagt, hauptsächlich atmosphärisch. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann auf dem Boden wird. Good, I see you're on your way up to the facility. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will, when you get the MPT back online. Man merkt schon, wichtige Worte. MPT, das wird wahrscheinlich auch bald wieder kommen. Lunar Colony, bla bla, das ganze Zeug. Flashlight, gut, dass wir das schon haben. Das geht nicht mehr. Ach, den Kriegpunkt. Ich hab ihn wieder vergessen. Der liegt hier irgendwo rum, das weiß ich. Ja, wahrscheinlich. 3548. Collect. Beim Let's Playen vergisst man innerhalb von Sekunden alles. Solche Kleinigkeiten finde ich ja super. Das bringt im Wesentlichen, dass wir hier rausgucken können, also eigentlich nichts, aber es ist einfach eine schöne Sache. Man kann es ja auch wieder zumachen. Wobei ich mich jetzt frage, wo kommt dieses minimale Licht noch her? Da geht es nicht rein. Let it go offline. Public service announcement. This building once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Ja, davon ging ich jetzt mal aus. Space Tech Magazine. In this edition, we invite world-renowned scientists to discuss what could have caused the MPT to remain offline. Das werden wir mit Sicherheit erfahren. Wobei ich schon in einer Steam-Review meine, gelesen zu haben, das Spiel verdient definitiv eine Fortsetzung. Da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Ups. Haha, wusste ich doch. Bin ich doch sehr skeptisch, ob das Spiel nicht ein offenes Ende hat. Das wäre vielleicht ein bisschen schade. Aber wir werden sehen. Ganz schön dickes Papier.
Ja, diese Art der Geschichtenerzählung mit dem Auflesen von Dokumenten und so Zeug kennt man ja inzwischen aus einigen Spielen. Bioshock ist immer mein Lieblingsbeispiel. Was steht da? During the Huygens malfunction we had comms with Earth. The blackout is different. Flow does. How does it? How does a whole colony go silent? Dachte man schon, der what happened up there? Was haben wir da? Ein Mission Patch. Ja, dreh die Scheiße. Da gibt's ein Achievement für. Ich liebe solche Schwachsinns-Achievements. Der Bildschirm müsste mal geputzt werden, glaube ich. Working again. Determined to seek the truth about the 2054 blackout and restore the MPT connection, Maria Gonzalez has raised the Fortuna team from the ashes of the WSA. Since 2055, Maria's team has been secretly working on their mission. Warum genau muss das secretly sein? Das verstehe ich. Das habe ich auch in der Demo noch nicht verstanden. Da. Eine ASI. One of the few survivors of the 2048 Huygens cryosleep malfunction, Maria brought her damaged ASE unit back to Earth with her. She's been trying to repair her ASE in hopes of restoring holographic recordings captured by the device during her time at the Huygens Research Facility. Sieht nicht so aus, als hätte sie damit bisher Erfolg gehabt. Oh gut. Nächstes ist der erste der Woche. We met years ago on the Pearson Space Station. I was relieved from service after the Huygens cryosleep malfunction. Remember how we talked about my broken ASE? I'm looking for a way to extract its holographic data and I'm hoping it helped me out. Maria Gonzalez. Hey Maria, yeah I remember. Holographic data runs through a unique hardware component. I specialize more in software, so you should reach out to my colleague Rolf Robertson here at Pearson. He's an excellent mechanic. Sarah Baker. Ich glaube, diese ganzen Namen werde ich mir nicht merken können. Ja, dieses Spiel ist wieder so Kategorie Traurigkeit geht vor. Oder Betroffenheit, ist, glaube ich, das passende Wort. Ich glaube, ich muss aber doch mal die Grafik ein bisschen runter machen. So, dann läuft es hoffentlich etwas smoother mit der Aufnahme. Oh ja. Bin ich da nicht irgendwo hoch? Das geht. Ja, schieben wir es erstmal beiseite, denn das wird es nicht. Ich glaube, man macht das erst später. So, Flashlight geht ja schon die ganze Zeit an. Ich bin auch sehr froh, dass das hier nicht so Horrorspielmäßig ist, dass die Taschenlampe nur begrenzt Energie hat oder so, aber vielleicht kommt ja sowas noch, ich weiß es nicht. Ups, okay, soviel zum Thema flüssiger laufen. Jetzt gehe ich doch noch eine Stufe runter, mein Rechner ist auch nicht mehr der frischeste. Und naja, es sieht trotzdem noch gut genug aus. Was Spannendes hier. Oh, gerade habe ich es noch gesagt, die Taschenlampe hat doch begrenzte Energie. Ich sehe es jetzt gerade da. Hinten auf dem Rucksack sieht man es. Ups. Ja, man kann auch langsam gehen. Kann man eigentlich auch. Nee, man kann sich nicht ducken, okay. Zumindest bisher nicht. Blackout. One, the transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on. Ach so, oh, das gehörte dazu. Nee, das war's, okay. Isolated three plausible causes for the MPT blackout.
One, also the transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on, we're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come. Ja, einfach mal kurz it's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we had in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. Okay, ich hatte jetzt gedacht, wir erfahren ein bisschen Backstory, aber anscheinend ging es mehr um Character Development. Hey, Taurus 5. Claire hat die Rakete designt. Da. Danbridge University. Ist klar. Custody denied, Supreme Court of the United Kingdom. Da, da, da. Okay, nicht so wesentlich, glaube ich, hoffe ich, denke ich, weiß ich nicht. Das ist eine Launch Sequence, ich glaube, das kriegen wir aber gleich so ein bisschen erklärt. Control Center. Sicher gehen, dass wir nichts verpassen. Gerade bei diesen Sammelspielen. Ich bin ja ein Kunde. Ein You're in the control center. Get the rocket ready to launch as fast as possible. Calculating new storm ETA. Claire? We have a problem. The storm is approaching faster than expected. Way faster. Time's running out. Keep going, Fortuna. We've been working too long to give up now. Frage mich, wie heißen wir eigentlich? Das habe ich noch nicht so ganz geschaut. So, nee, da müssen wir nicht hin. Da müssen wir. Okay, the hydrogen valves are closed.
head back inside the control center to prime the rocket for launch. Dum dum dum. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass man so eine Rakete und das alles einfach nur alleine und dass man das alleine alles machen kann. Aber jetzt müsste das Zeitlimit gleich dazu kommen. That's it. The rocket is timed. You have to launch now, before the dust storm destroys the rocket and everything we've worked for. Back online, it could restore the hope humanity lost after the lunar colony fell. We could recover, rebuild, and most of all, start thinking about a future. Klingt wichtig. You'll need to find the MPT transmitter at the Pearson Space Station. From there, the power signal was relayed to Earth. This was the final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson, clear? Down to the shelter. These winds are getting bad. Understood. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. To reach the station, you must
Tschüss. Mit diesem Satz endete die Demo. Auch gleich mal. Genau, mit dieser Cutscene endete dann auch die Demo. Bam. Und dass die letzten Lines von unserer Helferin kamen dann auch im Zusammenhang mit dieser Cutscene. Da ist der Titelbildschirm. Ich muss nochmal wieder meine ganzen Hotkeys mir angucken, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie mute ich das Mikrofon und solche Späße. Ich lasse das hier einfach mal gerade weiterlaufen. Vor allem, weil ich jetzt... Doch, ich hätte Pause machen können. Okay, aber egal, ich lasse es mal weiterlaufen. Machen wir als erste Folge vielleicht ein bisschen was Längeres. Jetzt schon bei einer halben Stunde. Okay, hier mache ich jetzt mal Schluss und wechsle wieder zur Vollbildansicht. Ja, das ist mein Comeback. Ich hoffe, es freut den einen oder anderen, dass ich wieder da bin. Und was wollte ich noch sagen? Ich werde einfach mal das Spiel durchspielen, gucken, dass wir unseren Spaß dabei haben. Und jetzt bei der Stille hört man wahrscheinlich das Gezwitscher von nebenan. Ich denke mal, während des Spielens dürfte das hoffentlich nicht so sehr aufgefallen sein. Wenn es doch so war, dann könnt ihr mir ja das... Schreibt es mir doch in die Kommentare. Mein Lieblingssatz auf YouTube. Ja, ansonsten... habe ich jetzt eigentlich gar nichts mehr zu sagen, groß. Außer, dass ich das Video jetzt direkt mal hochladen werde, wenn es fertig gerendert ist und so. Kennt man ja. Und dann würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.